Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Bemessung von Mauerwerk mittels Finite-Elemente-Methode in RFM 6. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin bei Global Software verantwortlich für Marketing und PR, zum Beispiel die Website, Webinare und so weiter. Ich werde das Webinar heute moderieren und gemeinsam mit dem Frank Vollstich Ihre Fragen beantworten. Und der Ulrich Lex wird die Präsentation durchführen. Ja, aber die beiden können sich gerne selber vorstellen. Ja, mein Name ist Ulrich Lex. Ich sehe gerade, ich habe Probleme mit meiner Webcam. Das möchte ich bitte dich zu entschuldigen. Ich werde heute das Webinar präsentieren. Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben über das Modul Mauerwerksbau, das ich auch hier in der Firma betreue und mitentwickelt habe. Ja, mein Name ist Frank Vollstich. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Qualitätsmanagement in der Firma Global und heute werde ich mich um Ihre Fragen kümmern. Okay, danke für eure Vorstellung. Dann können wir die Webcams wieder ausmachen, dass die Teilnehmenden den ganzen Bildschirm sehen können. Für die, die das erste Mal teilnehmen, sage ich noch ganz kurz was zu den Fragen. Also ihr könnt das Bedienpanel auf der rechten Seite Ihres Bildschirms hier mit diesem Pfeil ein- oder ausklappen. Dann können Sie uns hier eine kurze Frage stellen und wir versuchen die dann während des Webinars zu beantworten. Sollten zu viele Fragen reinkommen, dann und wir schaffen das nicht ganz, alle zu beantworten, dann erhalten Sie im Anschluss an das Webinar eine E-Mail mit der Antwort auf Ihre Frage. Sie können sich auch das Webinar in Ruhe anschauen und uns dann eine E-Mail schreiben an info@global.com und dann erhalten Sie genauso eine Antwort. Okay, dann soll es schon genug der Vorrede gewesen sein und ich übergebe den Bildschirm an den Ulrich Lex. So, ja, nochmal herzliches Grüß Gott heute zum heutigen Webinar. Ich habe ein kleines Beispiel vorbereitet, wie man Mauerwerk in einem Finite-Element-Programm mit abbilden kann. Meine Präsentation habe ich grob in drei Punkte gegliedert. Das ist einmal die Eingabemodellierung. Dann möchte ich zwischendurch mal auf gewisse Detailpunkte eingehen und zum Schluss natürlich die Auswertung und wie man das Ganze dokumentieren kann. Dazu möchte ich jetzt gleich dann wechseln ins Programm. Für die Präsentation habe ich ein kleines Beispiel bereits insoweit vorbereitet, dass ich mir Knoten und Linien bereits modelliert habe. Das ist einfach dazu, dass die Eingabe nicht ganz so lange dauert. Wenn man mit dem Mauerwerk arbeitet, dann ist zu empfehlen, dass man ganz am Anfang unter den Basisangaben erstmal prüft bzw. das Mauerwerks-Add-on freischaltet. Wenn man das nicht macht, dann hat man später bei den Materialien auch nicht zur Auswahl, dass man das Mauerwerk auswählen kann. In meinem Fall ist es markiert und dann kann ich auch schon loslegen. Zu Beginn der Modellierung lege ich mir erstmal die Materialien fest, indem ich ein neues Material erzeuge. Hier wähle ich jetzt den Materialtyp Mauerwerk aus und ein entsprechendes Materialmodell. Prinzipiell sind zwei Materialmodelle in RFM implementiert. Das ist einmal das linearelastische bzw. das isotrope. Das kennen viele vielleicht schon aus RFM 5. Und das orthotrope, das nur in RFM 6 implementiert ist. Bei dem Isotropen, das ist eigentlich ein lineares Materialmodell, das nur eine oder die Festigkeit in eine Richtung berücksichtigt und dann nur die Zugspannungen begrenzt. Beim orthotropen Materialmodell, da wird der Werkstoff Mauerwerk exakt berücksichtigt, indem die Festigkeiten bzw. Druckfestigkeiten, Zugfestigkeiten in beiden Richtungen unterschiedlich sind und auch der Schub mit berücksichtigt wird. Genau, wenn wir das orthotrope Mauerwerksmaterialmodell auswählen, können wir über die Datenbank Mauerwerk und hier ein Material mit auswählen. Hier sind für unseren Fall wähle ich jetzt mal so ein Porotherm 38.
Dünnbettmörtel für die Außenwand aus. Hier sind jetzt nur Materialien aus Österreich mit dabei. Das hat den Hintergrund, dass das Materialmodell oder das ganze Projekt zusammen mit einem österreichischen Forschungsprojekt entwickelt wurde. Wir sind aber dabei, dass wir jetzt da weitere, speziell auch den deutschen Markt oder die deutschen Materialien mit implementieren und aber auch französische und tschechische Materialien sind geplant. Genau, wenn wir jetzt ein Material ausgewählt haben, entstehen hier weitere Reiter. Das ist einmal die Standardklassifizierung. Nach der könnte man auch mit den Datenblättern von den Ziegelherstellern das Material definieren. Hier sind eigentlich nur Angaben nötig, die auch an den Datenblättern vorgegeben sind. Einzige Angabe ist vielleicht die horizontale Druckfestigkeit. Die wird standardmäßig, ich sag mal, nicht oder noch nicht mit abgeprüft. Die kann man dann entweder bei den Materialherstellern anfragen oder man kann sich behelfen, dass man hier einfach mit Standard oder mit Erfahrungswerten hantiert. Diese Erfahrungswerte sind abhängig von der Mauersteingruppe. Beispielsweise empfehlen wir zum Beispiel für die Gruppe 1S 80% von der normalen Druckfestigkeit FB zu verwenden, von der Gruppe 1 60%, von der Gruppe 2 10%, von der Gruppe 3 5% und von der Gruppe 4 100% von der normierten mittleren Druckfestigkeit. So als kleine Info. Wenn man das so eingibt, werden alle Materialeingaben, sage ich mal, programmseitig erzeugt, die wir für unser Materialmodell benötigen. Wir haben erstmal die E-Module in beiden Richtungen, den Schubmodul und hier unten die zulässige Druckfestigkeit und die Zugfestigkeit auch wieder getrennt in beiden Richtungen. Dann lege ich mir mal alle Materialien an, die ich im Projekt verwenden möchte. Das ist einmal die Außenwand, die hat man schon. Und dann wähle ich mir ein Material, einen Stein für die Innenwand, beispielsweise den 1750er. Stelle hier auch wieder das Materialmodell um. Im Außenbereich möchte ich jetzt mehr oder weniger einen Vollstein verwenden. Und als letztes generiere ich mir noch ein Betonmaterial für die Decken und für die zusätzlichen Elemente, die ich brauche. Wenn ich mir alle Materialien generiert habe, kann ich mit OK bestätigen und diese werden vom Programm übernommen. Als nächsten Schritt generiere ich mir die zugehörigen Dicken, die ich für die Materialien bei einer Fläche brauche, indem ich eine neue Dicke anlege und hier nun auswähle für die Außenwand, die eine Dicke von 380 mm hat. Für die Innenwand mit einer Dicke von 170 mm. Die Vollziegel im Außenbereich mit 250 mm. Und die Betonquerschnitte mit 200 mm. Nun habe ich mir die Materialien und Dicken definiert, dann kann ich schon loslegen mit der Definition von den Flächen. Da ich die Linien, Knoten und Linien schon vorhanden habe, kann ich das Ganze über Begrenzung wählen machen. Hier stelle ich mir die Dicke ein. Das Material zur Dicke ist automatisch mit angegeben über OK und dann kann ich mir die ganzen Flächen erzeugen. Das Ganze kann natürlich auch über einen DXF-Import oder dem Import
aus einem anderen Programm wie Revit oder dergleichen im Idealfall erfolgen. So, das waren die Wände im Erdgeschoss und zum Obergeschoss. Die hintere Seite. Und die letzte Seite. Das waren die Außenwände, die ich generieren wollte. Dann mache ich weiter mit den Innenwänden, indem ich hier die Begrenzung nochmal wähle, die Dicke umstelle auf meine Innenwand. In unserem Fall habe ich jetzt nur eine Innenwand angeordnet. Im nächsten Schritt möchte ich diesen Vorbau mit den Vollziegeln ergänzen. Und damit habe ich eigentlich alle Wände erstellt. Zu guter Schluss ergänze ich noch die Decken bzw. Stahlbetonteile. Das ist einmal die Zwischendecke, indem ich die Berandungslinien anklicke. Dann haben wir einmal die Bodenplatte, auf der das Ganze gelagert ist. Und hier oben die Dachdecke. Wenn wir schon bei der Dachdecke sind, möchte ich hier gleich einen weiteren Punkt ansprechen. Bei den Decken bzw. bei Stahlbetondecken in Verbindung mit Mauerwerk ist es ja immer problematisch, wenn keine Auflast da ist. Wenn die Auflast im obersten Bereich fehlt, dann ist die Gefahr, dass diese Decken im Eckenbereich aufschüsseln und damit Risse bzw. Schäden im Mauerwerk entstehen. Und dadurch habe ich mich jetzt, oder deshalb habe ich mich hierfür entschieden, dass man diese Attika, die Aufkantung, auch noch in Beton ausführen, um eben diesen Effekt zu verhindern. Im Bereich der Terrasse war die Vorgabe, dass keine Attika aus Beton ist. Hier müssen wir uns demnach dann etwas anderes einfallen lassen, um diesen abhebenden Effekt in den Griff zu bekommen. Um die Wandeingabe zu vervollständigen, beziehungsweise um gleich mal auf Punkte hinzuweisen, was ich gern eingehen möchte, ist die Orientierung der Wand. Die lokale Z-Achse ist bei der Ergebnisausgabe später
sehr interessant, weil die Ergebnisse immer mit der Plus- und Minusseite angegeben werden. Und die Plusseite ist immer die Seite der Ergebnisse, wo die Z-Achse aus der Wand rausgeht, die Minusseite die gegenüberliegende. Und demnach ist es sinnvoll, dass man bei einer Wand oder bei einem Gebäude diese Z-Achsen dann in gleiche Richtungen orientiert, um später eben auch bei der Auswertung dann immer gleiche Ergebnisse zu betrachten. Deshalb kontrolliere ich das jetzt gerade mal, ob meine Z-Achsen alle in die gleiche Richtung gehen. Hier zum Beispiel schaut jetzt eine vom Gebäude raus, über Rechtsklick, lokales Achssystem umkehren, kann ich diese Z-Achse nach innen orientieren. Fast wichtiger als die Z-Achse ist eigentlich die lokale Y-Achse des Mauerwerks, denn die ist die starke bzw. die tragende Achse. Der E-Modul in Y-Richtung ist ein Vielfaches größer als der in X-Richtung, sprich die Y-Achse sollte immer in diese Richtung gerichtet sein, wo auch der Lastabtrag stattfindet. Gut, wenn wir die lokalen Achsen soweit gerichtet haben, dann können wir uns um die Aussparungen kümmern. Die Aussparungen habe ich schon vorbereitet. Deshalb kann man die auch einfach grafisch picken, indem ich hier die Linien anpicke und dann die Öffnungen erzeugt werden. In dem Vorbereich möchte ich später so einen Bogen mit einfügen. Deshalb nehmen wir das Ganze auch mal als Aussparung mit raus. So, im Innenbereich haben wir hier noch ein Treppenloch, das ich auch mit ausspare. Bei Fenstern bzw. Türöffnungen oder Öffnungen generell ist darauf zu achten, dass man im Sturzbereich ein zusätzliches Element, also wie in der Praxis auch, in der Praxis wird oftmals ein Ziegelsturz mit eingebaut und darauf muss man halt im Programm auch Acht geben, denn sonst kann es passieren, dass die Fläche im Bereich über den Öffnungen instabil wird, aufgrund dessen, dass einfach keine Zugkräfte vom Material aufgenommen werden können und dieser Bereich dann sprichwörtlich einfach herausfallen würde. Aus diesem Grund markiere ich mir dann die Linien. Über einen Doppelklick und ordne hier einen Stab mit an. Generieren wir da einen neuen Querschnitt, beispielsweise aus Beton, den ich jetzt eine Breite von 300 mm gebe, eine Höhe von 50 mm. Und somit das gewährleistet habe, dass diese Fläche überhalb des Fensters auch gehalten ist. Bei größeren Öffnungen muss man das Ganze natürlich auch vorsehen. Hier gilt es allerdings dann noch etwas Spezielles zu beachten. In manchen Fällen oder wenn diese Öffnungen zu groß werden, dann ist es sinnvoll, dass man die Seitenpunkte etwas in das Mauerwerk rein verlängert. Einfach um zu gewährleisten, dass die Kraft aus dem Unterzug nicht direkt an einem FI-Knoten im Modell angreift, sondern
in dem Bereich über mehrere FE-Knoten ins Material eingeleitet wird. Denn sonst wird an dem Punkt das ganze System instabil, wobei die Kraft natürlich nicht an einem Punkt eingeleitet werden kann. Deshalb verlängere ich jetzt diese Linie um 100 mm, um 100 mm in dem Bereich in die Wand hinein. Das Ganze an beiden Seiten und das Ganze kopiere ich mir dann auch für den unteren Unterzug. Und auch an diesen Flächen ordne ich dann diesen Unterzug aus Beton mit an. Indem ich diesen Stabquerschnitt zuweise. So, dann kümmere ich mich um diese Terrasse. Im Terrassenbereich hatte ich ja schon gesagt, wird keine Attika mit angeordnet. Deshalb muss ich diese abhebenden Kräfte anders verankern. In unserem Fall möchte ich jetzt sogenannte, oder könnte man nennen, so Zugstützen mit einbauen, Betonstützen, wo ich dann diese abhebenden Kräfte in der Bodenplatte mit verankere. Dazu markiere ich mir wieder beide Linien, generiere einen Stab mit einem Querschnitt, lege mir hierzu einen neuen Querschnitt an, Beton, und beispielsweise mit 250 auf 250 mm. Wenn ich so Mischsysteme habe, muss ich mir natürlich Gedanken machen über den Kraftverbund zwischen den einzelnen Elementen. Wenn ich nichts mache, sind diese beiden biegesteif miteinander verbunden. Quasi Schubkräfte werden dann direkt von der Wand in den Stahl-Beton-Querschnitt mit eingetragen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu auf der unsicheren Seite. Deshalb gehe ich her und generiere mir hier ein Gelenk, dass ich diese Schubkräfte hier trenne. Gegebenenfalls könnte man noch irgendwo mit einer Reibung mit ansetzen und das Ganze als Federsteifigkeit hier mit abbilden. Dazu lege ich mir jetzt mein neues Gelenk an der Fläche, ein neues Liniengelenk, indem ich hier diese diese Kraft in X-Richtung ausschalte, möchte das für diese Fläche, und auch für diese hintere Fläche übernehmen. Hier sieht man nun, wo ich diese Gelenke angeordnet habe. Das gleiche Phänomen oder beziehungsweise über das gleiche Thema muss man sich bei den Innenwänden Gedanken machen. In der Praxis denke ich, wird die Außenwand ganz normal durchgemauert und die Innenwände werden mit sogenannten Mauerwerksanker angeschlossen. Diese Mauerwerksanker können natürlich nicht eine volle Kraftübertragung hier gewährleisten. Sprich, gleiches Thema wie bei der Betonstütze. Ich muss irgendwo sicherstellen, dass dieser Kraftübertrag dann über die Mauerwerksanker oder dass diese Kraft, die ich einleite, über die Mauerwerksanker auch aufgenommen werden kann. Und da auch wieder die Empfehlung,
wenn man keine direkten Angaben hat über die zulässige Kraftübertragung, dann würde ich es ganz entkoppeln. Ansonsten könnte man wieder über eine Federsteifigkeit das Ganze koppeln. In unserem Fall füge ich natürlich hier deshalb auch ein Gelenk in X Richtung der Linie mit ein. Gut, als dritten Punkt habe ich hier diese Gewölbebögen. Diese Gewölbebögen, hier möchte ich jetzt keinen Stahlbetonunterzug mit anordnen, sondern diese Fläche als Gewölbemauern. Dazu füge ich mir dann noch eine zusätzliche Fläche mit ein. Die ich hier so schräg anordne und auch in dem zweiten. Schau natürlich auch hier wieder auf meine lokale Achssystem. Und zugleich muss ich jetzt hier sicherstellen, weil der Lastabtrag jetzt in der gebogenen Achse stattfinden sollte, dass meine lokale Y-Achse von den FE-Elementen dann in gebogener Richtung stattfindet. Dazu kann ich mir die Fläche wieder markieren und das Ganze über spezifische Achsen, Eingabeachsen, parallel zu Linien, dass ich die Y-Achse parallel zu einer Linie orientiere und das Ganze mit angeben. Und gleiches mache ich für die zweite Achse. So, nun haben wir die Modellierung eigentlich soweit abgeschlossen. Ein Punkt fehlt uns noch, ein Punkt möchte ich vorziehen, das ist die Lagerung fehlt uns noch. Dazu möchte ich bei der Bodenplatte ein Lager mit anordnen, in unserem Fall ein Flächenlager mit Federsteifigkeiten. Und der letzte Punkt, der jetzt noch fehlt, ist die Betrachtung des Wanddeckenknotens. Beim Mauerwerksbau ist es natürlich so, dass die Betonteile generell nie komplett auf oder selten komplett auf der Mauerwerkswand auflegen. Dadurch ergibt sich natürlich eine spezielle Situation bei dem Wanddeckenknoten, die wir programmtechnisch auch berücksichtigen müssen und können. Dazu legen wir an der Decke ein Gelenk mit an, welches dann für die Mauerwerkswände eigenständige Gelenke generiert. Hier gehe ich wieder über Doppelklick in die Fläche rein, lege mein Gelenk an, erzeuge mein neues Liniengelenk. Hier gibt es die Option der Wanddeckelverbindung. Sie sehen, die anderen Optionen werden dann ausgegraut. Das ist quasi nur ein Platzhalter, wo ich die Geometrie definiere. In unserem Fall wähle ich jetzt einen Versatz von 100 mm. Und hier kann ich wieder über das Zuweisen mir die Flächen auswählen und die Linien, an denen ich diese Gelenke anordnen möchte. Hier im hinteren Bereich bei der Öffnung stehen die Wände ja voll übereinander, sprich dort brauche ich kein Gelenk mit anordnen. Im Zwischenwandbereich, da liegt die Betondecke ja auch voll auf der Mauerwerkswand auf. Deshalb brauche ich hier auch kein solches Gelenk mit anordnen. Erst wieder im Außenbereich. Und aber auch im Bereich der Attika.
Ein spezieller Bereich, wo es auch nötig werden kann, notwendig werden kann, ist die Bodenplatte. Zum Beispiel, wenn die Ziegelwand nicht komplett auf der Betondecke aufsteht, sondern außen noch eine Dämmung mit angebaut wird, dann könnte es auch im Bodenplattenbereich nötig werden, dieses Gelenk einzuführen. Wenn ich diese Gelenke jetzt hier zugewiesen habe, dann ist ganz wichtig, gibt es hier ein Feld generierte Gelenke, die ich mit diesem Button generieren erzeugen kann. Hier kommt eine kleine Fehlermeldung, was sagt, dass ein unzulässiges Material in Wandflächen vorhanden ist. Das ist auch korrekt, denn für die Attika ist ja Betonmauerwerk ausgewählt und hierzu werden keine Gelenke dann erzeugt. Sie sehen, es werden automatisch 4 Gelenke erzeugt. Die Anzahl ist immer abhängig, in wie die Linien orientiert sind, beziehungsweise die Flächenachsen zu den Linien. Also es können auch mal 2 Gelenke oder unterschiedliche Anzahl von Gelenken generiert werden. Das Ganze mit OK bestätigen. Können wir nun hier, genau, nun sehen wir, dass dieses eine Gelenk an der Decke haben wir definiert und diese beiden, das unterhalb der Wand und überhalb der Wand, wurde automatisch vom Programm generiert. Was passiert nun in dem Knoten? Hier habe ich ein kleines separates Modell vorbereitet, wo man das Ganze vielleicht einmal anschaulich verdeutlichen kann. Beim Wanddeckenknoten ist ja immer die Situation, dass ich unten eine Wand habe, eine anschließende Betondecke, irgendeinen Einstand A und gegebenenfalls oben eine anschließende Wand. Dadurch, dass sich die Decke durchbiegt, passiert natürlich einiges in diesem Wandknoten. Selbst wenn sich die Decke nicht durchbiegt, passiert was, denn die Normalkraft, die von oben von der Wand kommt, kann ja nicht über den vollen Querschnitt in die untere Wand eingeleitet werden. So, was macht nun dieses Wanddeckengelenk? Dieses Wanddeckengelenk ist eigentlich wurde entwickelt aus numerischen Formeln. Wenn man sich hier diesen Kraftverlauf der Fläche mal anschaut, das sind die Isolinien, zeigt sich, dass bei der oberen Wand und der gegebenen Situation sich hier eine Lastkonzentration abbildet und genauso in der unteren Wand an der inneren Seite von der Wand. Unser Materialmodell, wenn ich es mal über die Dicke der Wand betrachte, ist die Wand in 9 Schichten unterteilt, wo diese 9 Schichten individuell die Druck- und Zugfestigkeiten des Materialmodells überprüft werden. Sprich, wenn ich einen vollen Querschnitt zur Verfügung habe, dann kann das Materialmodell bei Überschreitungen, bei so Spannungsspitzen, kann das selbst das berechnen. In dem Fall habe ich natürlich nicht diesen vollen Querschnitt der Wand zur Verfügung. Deshalb muss ich mit Hilfe des Gelenks das zulässige Moment, das auftreten kann, beziehungsweise von der Wand aufgenommen werden kann, begrenzen. Das Ganze ist natürlich aber auch wieder abhängig von der Normalkraft. Je mehr Normalkraft hier oben drauf steht, desto größer ist dieses Moment, das in die Wand eingetragen werden kann. Das Ganze kippt dann, wenn die Normalkraft, die hier oben drauf steht, zu groß wird und einfach dieser Bereich, wo die Restwand, wenn die Normalkraft so groß wird, dass die Restwand schon nicht mehr ausreicht, kann natürlich auch nicht mehr Moment übertragen werden. Das Ganze, wenn ich jetzt wieder umschalte in unser vorheriges Modell und mir so ein Gelenk ansehe, ist es genau in diesem Bereich beschrieben. Ich habe hier eine Normalkraft
die ich einleite ins Moment, also die ich einleite in den Knoten und ein zugehöriges Moment, das dabei übertragen werden kann. Und das Ganze geht so weit, dass ich je mit steigender Normalkraft kann ich mehr Moment übertragen. Bis zu einem gewissen Punkt, wenn dann die Normalkraft zu groß wird und der Restquerschnitt nicht mehr ausreichend ist, dann wird natürlich das einzuleitende Moment auch wieder geringer. Das Ganze kann natürlich gesteigert werden bis zu einem gewissen Punkt, wo dann der gesamte Wanddeckenknoten versagt, die Normalkraft zu groß wird, dass die Kräfte nicht mehr übertragen werden können und dann das Ganze eben abbricht. Genau, so viel zu dem ganzen Hintergrund von diesem Wanddeckenknoten. Und dieser ist wirklich sehr wichtig, dass der mit angeordnet wird. Gut, somit sind wir eigentlich mit der Modellierung unseres Objekts fertig und können uns zur Berechnung und zuvor noch zur Belastung widmen. Belastung möchte ich jetzt gar nicht sehr tief eingehen. Ich gebe nur eine Eigengewichtslast mit vor, die ich jetzt irgendwo bei 2 kN pro Quadratmeter auf die Fläche mit angebe. Im Lastfall 2 wähle ich genauso 2 kN pro Meter als Verkehrslast. Und in der Terrasse belaste ich mit 4 kN pro Quadratmeter. Gut, bevor wir das Ganze berechnen, müssen wir uns noch über das FE-Netz Gedanken machen. Wenn wir mit Mauerwerk rechnen, ist zu empfehlen eine FE-Netzgröße von 200 bis 250 mm. Das Ganze hat den Hintergrund, dass die Bruchenergie, dass die Elemente bei der Größe von zwischen 200 und 250 mm optimal mit der Bruchenergie des Materialsmodells abgestimmt sind. Natürlich kann es erforderlich werden, dass Bereiche kleinere FE-Elemente bekommen müssen, ist auch kein Problem. Das ist nur so ein Richtwert. Generell ist aber zu empfehlen, dass man durch dieses orthotrope beziehungsweise nichtlineare Rechnen ein bisschen ein größeres Augenmerk auf das FE-Netz legt. Es sollte, ich sage es mal ingenieurtechnisch, ein harmonisches, ein schönes FE-Netz erzeugt werden. Wenn sehr, sehr unstetige Bereiche mit drin sind, dann kann das auch zu sehr, sehr langen Berechnungszeiten führen, weil eben das Programm dann immer in den Bereichen iteriert, was ja eigentlich in Wahrheit dann gar nicht vorhanden ist. Sprich, lieber einmal das FE-Netz einmal mehr kontrollieren, um einfach unstetige Bereiche da zu eliminieren und gegebenenfalls eben mit FE-Netz-Verdichtungen das Ganze harmonischer zu machen. Genau, vor der Berechnung gibt es noch die Berechnungsoptionen. Prinzipiell ist zu empfehlen, dass man das Ganze entweder nach Theorie erster Ordnung oder nach Theorie dritter Ordnung macht. Theorie zweiter Ordnung ist der Picard-Solver, der bringt nicht so konstante, beziehungsweise ist die Iteration nicht so gut wie der Newton-Raphson-Solver. Das nichtlineare Materialmodell funktioniert auch mit Theorie erster Ordnung. Empfehlungen, Unterschied zwischen erster und dritter Ordnung sind natürlich, dass bei der Theorie dritten Ordnung dann die Kräfte aus den Verformungen mitgenommen werden. Gerade bei größeren Schlankheiten
wo dann ein Unterschied mit auftritt, ist dann die Theorie dritter Ordnung zu empfehlen. Natürlich kann es auch sein, dass bei größeren Gebäuden dann ein gewisser Mehraufwand an Berechnungszeit entsteht. Somit ist immer abzuwägen, ob man Theorie dritter Ordnung dann wirklich braucht oder ob nicht Theorie erster Ordnung ausreichend ist. Im Zweifelsfall jedoch die Theorie dritter Ordnung anwenden, dann hat man diese Effekte alle berücksichtigt. Genau, ebenso das nichtlineare Rechnen ist zu empfehlen, dass man Laststufen verwendet. Laststufen ist, dabei ist der Hintergrund, dass das FE-Element nicht über eine Lasteinheit die volle Last abbekommt, sondern das Ganze langsam gesteigert wird und somit auch die Möglichkeit für das FE-Element besteht, sich umzulagern. Diese Laststufen könnte man auch speichern und diese einzelnen Stufen später zu kontrollieren. Das wäre hier unten die Option. Hat natürlich einen kleinen Nachteil, dass die Berechnungsdateien sehr groß werden. Genau, wenn man diese ganzen Einstellungen getroffen hat, dann können wir das Ganze mal berechnen. Und ich wähle jetzt hier mal den Lastkombination 2 zur Berechnung aus, drücke auf Berechnen. Genau. Hier kommt dieser Berechnungsdialog, der sollte eigentlich oder der sollte bekannt sein. Hier sieht man die Berechnungstheorie der dritten Ordnung, die Laststufen, in denen er gerade berechnet. Man bekommt ein Konvergenzdiagramm, das kann man sich auch oder könnte man sich auch später bei den Berechnungsdiagrammen mit anzeigen lassen, falls es irgendwo interessant ist. Hier sieht man auch, wie das Programm diese Last dann steigert, in Abhängigkeit von der Laststufen. Genau, nach erfolgreicher Berechnung ist eigentlich das Mauerwerksmaterial nachgewiesen. Einen richtigen Nachweis über die Ausnutzung ist bei dem Materialmodell eigentlich nicht möglich. Ein Grund dafür ist, dass wenn eben irgendwo die Zugfestigkeit des Materials überschritten ist, dann lagert es sich, dann nimmt das Element keine weitere Kraft mehr auf und lagert sich um. Wenn diese Umlagerungen dann auch nicht mehr möglich sind, dann würde das ganze System instabil werden und dann müsste man sich über eine Verstärkung oder über dickere Wände Gedanken machen. Sobald die Berechnung ohne Probleme, ohne Fehlermeldung durchläuft, sind die Nachweise des Materialmodells oder die Anforderungen des Materialmodells der Spannungsdehnungskurve eben eingehalten. Genau. So, dann kommen wir, ein kleines Beispiel habe ich noch vorbereitet für diesen Druckbogen, für dieses Gewölbe. Denn dieses Gewölbe ist auch sehr interessant. Das kann man mit diesem Materialmodell sehr schön rechnen. Hier kann man auch sehr einfach überprüfen, mit analytischen Formeln das nachrechnen, ob das Ganze auch irgendwo stimmt. Dazu habe ich mir diesen Bogen mal mit da herausgelöst, habe den über eine Gleichlast belastet und in der Berechnung mal eingestellt, dass ich eine Verzweigungslast berechnen möchte. Sprich, ich möchte die Last so weit steigern, bis nicht mehr Kraft aufgenommen werden kann. Oder dass nicht mehr Last aufgenommen werden kann. Das habe ich in dieser Berechnungsdatei gemacht. Wenn ich mir das Verformungsbild dann ansehe,
sieht es eigentlich so aus, wie man es für so einen Bogen erwartet. Für die Stabilitätsanalyse komme ich zu dem Fall, dass ich diese 25 kN eben um das 3,1-fache belasten kann. Wenn ich jetzt mal hergehe und das Ganze über analytische Formeln für so einen Bogen gegenrechne, habe ich eine so eine maximale H-Last aus so einem Bogen eben über die Belastung und die Länge und das Stichmaß. Wenn ich das gegenübersetze, komme ich bei der FEM-Berechnung auf eine maximale Horizontallast irgendwo um die 200 kN und bei der händischen Formel eben auch auf die 100, auf die 200 kN. Das zeigt mir, dass dieses Materialmodell mit der analytischen Lösung sehr gut übereinstimmt. Dann zurück zu unserem kleinen Vorzeigeobjekt. Wie schon gesagt ist, wenn die Berechnung durchgelaufen ist, mit dem Materialmodell alles in Ordnung. Damit komme ich nun zur Dokumentation. Das Ganze, die ganzen Ergebnisse kann man dann auch noch dokumentieren und ansehen. Hier ist es zum Beispiel erstmal die Verformungen zu kontrollieren, ist der beste Weg. Aber auch vom Materialmodell gibt es spezielle Dinge. Beispielsweise kann ich mir mal die Grundspannungen, wenn ich mir jetzt mal die Y-Spannungen ansehe von meinen Außenwänden, wenn ich jetzt die Y, hier ist jetzt wichtig, dass man weiß, okay, wo die Plusseite und die Minusseite ist. Ich weiß, die Minusseite ist die Außenseite meiner Wand. Die Plusseite wäre die Innenseite, die Seite im Gebäude. Hier sehe ich zum Beispiel, dass ich im Zugbereich das Ganze auf die 0,048 begrenzt habe. Das ist wieder der Wert, wenn ich den Vergleich mit dem Materialmodell sind wir genau bei den 0,5 für Y in Zug. Das bedeutet nicht, dass dieser Querschnitt hier zu 100% ausgelastet ist. Es ist nur in dem Querschnitt sind Zugspannungen aufgetreten auf der Außenseite. Und die sind am äußeren Layer, wurden die erreicht und haben sich halt dann umgelagert. Hier kann ich dann gegenüberstellen die Dehnungen. Jetzt mal die Grunddehnungen. Genau, in dem Bereich, wenn ich mir das beispielsweise in dem Bereich hier anschaue, sehe ich, dass eigentlich keine Dehnungen vorhanden sind oder nur sehr geringe. Das Ganze mal. Genau, in dem oberen Bereich sind jetzt kleine Dehnungen von den 0,24 Promille vorhanden. Das kommt an der Außenseite der Decke, ist es so zu erklären, aufgrund der Durchbiegung von der Decke wird in der Außenseite Zug entstehen, in der Innenseite sollten dann Druckdehnungen vorherrschen. Genau, die sind sehr klein. Genau, aber anhand der Dehnungen kann ich jetzt abschätzen, ungefähr von den 0,24, wenn ich das mal hochrechne mit einem FI-Element von 200 Millimetern, würde das auf eine Rissbreite von 0,05
5 Millimetern herauslaufen. So kann man das Ganze praktisch ein bisschen bewerten. Direkte Rissbreite können wir hier leider nicht ausgeben. Genau, im vorderen Bereich, in dem Bereich der Stützen, können wir jetzt zeigen, da müssten sich eigentlich Zugspannungen für die Stützen einstellen. Genau, was sich auch tut. Um das Aufschüsseln der Decke in dem Bereich zu verhindern, haben wir eben unsere Betonstützen mit angeordnet und diese erhalten im oberen Bereich den Zug und verhindern somit Schäden in dem Bereich. Was noch ganz sinnvoll ist, was man vielleicht machen kann oder eine Option ist, dass man sich beispielsweise Ergebnisstäbe in der Struktur mit einfügt. Wenn ich mir hier einen neuen Stab anlege, beziehungsweise so könnte an der Linie einen neuen Stab hier einen Ergebnisstab wähle, das Ganze in einem Quader von einem Meter mache. Ich muss meinen Querschnitt hier, da wähle ich mir jetzt einen oder erzeuge ich mir jetzt mal einen Dummy-Querschnitt mit 10 auf 10 Millimetern. Wenn die Knoten bereits vorhanden sind, dann brauche ich auch hier nicht mehr keine Berechnung mehr durchführen. Wähle hier nur diese Fläche mit aus. Und kann man hier beispielsweise die Stabschnittgrößen auf einen Meter aufsummiert anzeigen lassen. Hier habe ich zum Beispiel das Einspannmoment an der Decke im Bereich der unteren Wand, das Einspannmoment der oberen Wand und das gleiche an der Dachdecke. Das Ganze könnte ich jetzt noch so erweitern, dass ich hier in dem Deckenquerschnitt auch den Ergebnisstab mit reinlege, um eben dann diese Momente bzw. auch Normalkräfte könnte ich mir somit kontrollieren bzw. auch herauslesen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich unser Schnitt, den wir anlegen können. Da kann ich zum Beispiel einen neuen Schnitt generieren über zwei Punkte. Im oberen Bereich und hier die Schnittkräfte mit anzeigen. Jetzt hier diese Schnittgrößenanzeige, das im Y, dann habe ich hier auch wieder diese Verteilung von Moment an der unteren Wand, Moment an der oberen Wand und das Moment an der Decke. Der Schnitt ist natürlich nur auf der Linie, den Ergebnisstab, den kann ich auf einen Meter Streifen mit aufsummieren. Genau, das alles sind die Möglichkeiten, wie man das Ganze dokumentieren kann. Die Dokumentation findet dann natürlich in unserem Ausdruckprotokoll statt, indem man sich ein neues Ausdruckprotokoll anlegt. Hier kann man alle
tabellarischen Angaben wählen, die man dann natürlich haben möchte. Und sehr sinnvoll, finde ich, ist es, wenn man sich diese ganzen Spannungsbilder oder diese Schnittbilder dann auch direkt ins Ausdruckprotokoll reindruckt und sehr viel mit diesen Bildern dokumentiert. Denn die Bilder sind oftmals viel aussagekräftiger als irgendwelche Tabellen, die dann nur tabellarisch dargestellt werden. Das Ganze funktioniert sehr einfach. Beispielsweise, wenn man sich das Ganze auf den Bildschirm herzieht, über die Funktion in das Ausdruckprotokoll drucken, hat man hier das ausgewählte Bild, kann man sogar im Maßstab drucken, beziehungsweise verschiedenste Einstellungen treffen und das Ganze speichern und anzeigen. Und das ganze Bild findet man dann wieder im Ausdruckprotokoll. Genau. Damit wäre ich mit meiner Präsentation am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe somit zurück zum Andreas. Okay, Uli, vielen Dank für die Präsentation. Wir liegen perfekt in der Zeit. Es ist kurz vor um. Ich zeige noch ganz kurz die Webseite, weil auch nach dem Modell gefragt wurde. Ganz kleinen Moment. Also Sie erhalten auf jeden Fall in den nächsten Tagen eine E-Mail mit Ihrem Teilnahmezertifikat und mit einem Link zu dieser Seite, die ich Ihnen jetzt zeige. Unter News und Termine finden Sie ja unsere Webinare. Da finden Sie hier das heutige Webinar und dann, ja, man kann auch nur auf Deutsch stellen. Wir präsentieren ja unsere Webinare immer in Deutsch und Englisch, meistens Deutsch dienstags und Englisch donnerstags. Hier sehen Sie die kommenden Webinare. Ich klicke auf das heutige Webinar. Dann finden Sie in den nächsten Tagen hier die Aufzeichnung. Die Präsentationsfolien haben wir bereits jetzt hier hochgeladen und das Modell finden Sie dann hier weiter unten. Okay, aber Sie erhalten einen Link zu dieser Seite. Wenn Sie das Ganze dann zum Beispiel mit dem Modell testen wollen und der Aufzeichnung vielleicht alles nochmal nachvollziehen möchten und Sie haben R5.6 noch nicht, dann können Sie das gerne mit der Vollversion testen. Oder wenn Sie das Mauerwerksbemessungs-Add-on verwenden möchten, ja, rufen Sie einfach unser Support-Team an oder unser Sales-Team, unser Verkaufsteam und lassen sich das Ganze freischalten für einen gewissen Zeitraum. Ansonsten, wie gesagt, die Testversion enthält alle Add-ons für 90 Tage. Da können Sie alles in Ruhe testen. Sollten Sie noch detaillierte Fragen zum Beispiel zu dem heute gezeigten Add-on haben, können Sie auch gerne hier unter Support und Schulung unser Vertriebsteam kontaktieren. Das berät Sie gerne zu unserem Programm und auch Add-ons. Das ist natürlich keine Kaufverpflichtung, aber Sie werden da professionell beraten, wenn Sie Interesse an diesen Add-on oder auch unserem Programm R5.6 und so weiter haben. Okay, das soll es dann auch schon von meiner Seite gewesen sein. Vielleicht noch ein letzter kurzer Hinweis. Wenn Sie das Webinar verlassen, ist noch eine kurze Umfrage. Da können Sie das Webinar bewerten. Bitte achten Sie darauf, die schlechteste Note ist 1, die beste 5. Sie können auch Wünsche für zukünftige Webinare hinterlassen. Müssen Sie aber nicht. Sie können das auch einfach leer lassen. Ja, das Ganze dauert, denke ich mal, nicht länger als eine Minute. Es wäre sehr schön, wenn Sie sich die kurze Zeit nehmen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Ulrich Lex für die Präsentation, beim Frank für die Beantwortung der Fragen und ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag, vielleicht bis zum nächsten Webinar. Tschüss.